대국을 시작합니다. Ich hab weiß, gut. Ja, dann hoffen wir auf eine schöne Partie. Euch hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Gegner spielt wohl irgendwie hier mit Mobile. Na, gucken wir mal, was das wird. Nicht, dass er eine Lösung für das Problem gefunden hat, aber also, dass man irgendwie nicht cheaten kann, weil man nicht zwischen Fenstern hin und her wechseln kann. Aber wir wollen mal nichts unterstellen. Ist, glaube ich, auch nicht nötig, gegen mich zu cheaten. Außerdem hat er keinen allzu guten Score, also wenn, dann cheatet er wahrscheinlich zum ersten Mal jetzt. So, was machen wir hier? Wir spielen jetzt hier einfach mal auf Gebiet. Nehmen wir jetzt hier und dann den. Oder schieben wir irgendwie 37 Mal? Ich würde mal sagen, wir spielen hier und dann den. Kann natürlich jetzt auch hier blocken, aber das hätte mich überrascht. So, jetzt kann er irgendwie Züge machen. Da aber nicht. Wir bleiben solide. Gewohnte solide. Er geht hier wirklich stramm auf Einfluss, ne? So, das ist jetzt erstmal alles komplett Nachhand, was er da so spielt. Wir spielen jetzt mal hier, damit er, wenn er irgendwas mit dem Stein macht, von dieser Seite kommen muss, die ja eigentlich uninteressant ist, weil ich da schon unten reingucke bei allem, was er hier vielleicht machen kann. Wenn er von der Seite was macht, das könnte alles zusammenpassen. Hier, wenn er da was spielt, das passt nicht gut zusammen. Da bin ich ganz sicher. Ja, gut, so ein bisschen passt es schon zusammen, ne? Aber erstmal nicht nervös machen lassen. Wenn ich hier spiele, wahrscheinlich irgendwie antworten, dann muss ich an einem Rand spielen, wo ich ja eigentlich auch keine Lust drauf habe. Ich glaube, ich nehme ganz stumpfsinnig weiter Punkte. Wenn das dann hier jetzt schon ein bisschen eindrucksvoll werden könnte. Gönnt er mir jetzt das Bunuki und nimmt dafür die Ecke zurück? Hier, 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 da decken, ich fange hier, kriege dann hier zwar ein Bunuki, aber er kriegt auch da die Ecke zurück. Und wenn ich dann irgendwo hier was spiele, dann kann er da auch was Großes machen. Ne, ich spiele hier, nehme das Bunuki. Dann. Spiele ich jetzt hier raus, damit er das nicht irgendwie miteinander verbinden kann, so ganz grob strategisch gedacht. Okay. Er spielt jetzt hier. Ich spiele irgendwie hier. Und egal, was er da macht, wenn er hier spielt, habe ich noch solche Züge, um da vielleicht ein bisschen reinzukommen. Ja, es ist auch irgendwie nicht wirklich interessant, ne? Aber hier schieben lassen möchte ich ihn eigentlich auch nicht. Also schieben wir hier selber noch einmal. Auch wenn das hier natürlich dank seines Steines hier so gut wie keinen eigenen Wert hat. Ja. Verhindert halt nur, dass er selber das schiebt. Um hier vielleicht was zu machen. Hier kann ich nicht wirklich viel aufbauen. Vielleicht kann ich irgendwann mal. Oh, er spielt das so. Ja, da hatte ich ja eigentlich nicht mit gerechnet.
Weil dann hat er nach dem Schnitt hier doch einige Formprobleme und muss jetzt eigentlich so antworten, glaube ich. Und danach kann ich sogar noch den spielen. Ah, vielleicht sollte ich das aber nicht. Ich strecke einfach nur hier. Hier gibt es doch irgendwann bestimmt Probleme für ihn, ne? Ahnung, ob der sinnvoll ist. Hier ist noch Koji, aber wenn ich das Ko anfange und keine wirklich große Koderung habe, dann schlägt er ja einfach durch und dann habe ich nicht nur hier seinen Doppelponuki erschaffen, sondern da auch noch irgendwie einen sinnlosen Stein hingeklatscht. Und sinnlose Steine sollte man eigentlich nicht aufs Brett klatschen. Och nö. Das ist jetzt sein Ernst, ne? Ja, kann jetzt bestimmt irgendwie hier rausspringen, irgendwie. Was vielleicht sogar droht, meine Steine zu fangen. Das wäre dann nicht so schön. Kann ich auch nicht gewinnen, wenn ich hier eine Treppe spiele. Ist auch nicht so schön. Was mache ich denn hier schon wieder? Ich kann natürlich auch den machen. Gehen wir hier mal durch. Ein bisschen froh bin ich, dass ich den Abtausch hier nicht gemacht habe. Jetzt habe ich ja immerhin da eine extra Freiheit. Bedeutet also schon mal, dass ja, man nicht jede Vorhand spielen soll, ne? So, da habe ich jetzt immerhin schon mal eine Treppe. Hier haben wir doch gleich auch noch ein bisschen was, ne? Jetzt die Frage, da spielen oder erstmal hier? So. Okay. Fange ich die ja doch noch alle. Dafür, dass ich die hier abgebe oder so. Ari. Hier. 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 Da. Da. Da.
Kann ich jetzt mit diesen, wie viele Steine sind das überhaupt? 8 Steine noch was machen links? Denke schon, ne, dass der hier zumindest ein bisschen was droht und dann vielleicht hier, dann, wenn er die fängt, kann ich irgendwie mich zumindest hier irgendwie reinquetschen. Das lassen wir erstmal vielleicht als Co-Drohungen stehen. Gut, selbst wenn er das bis hierhin alles fängt, sind das vielleicht 50 Punkte, die er hat. Da noch ein bisschen was, hier noch ein bisschen was. Das ist 60, 65 dann werden. Wenn er das alles kriegt, wonach es im Moment nicht nach aussieht. Ich habe hier 10, 15, 30, 40, 45. Da muss ich hier irgendwie Züge für 20 Punkte, nee, für 15 Punkte kriegen, ne? Ich kriege ja Komi. So, dann kann ich aber doch hier fangen. Ja, und dann ist natürlich auch alles komplett für ihn verloren, ne? Hat er noch irgendwas? Den möchte ich vorher noch abtauschen. So, und dann hier eigentlich, ne? Da. Habe ich ihn doch. Also diese drei zumindest. Gut, dann bin ich halt hier nicht reingekommen. Hatte also nach wie vor dann hier vielleicht 30, 40, fast 50 Punkte. Aber wenn er das da macht, dann bin ich ja auch hier als Erster wieder dran. Nee, das kann er nicht mehr gewinnen. Mal gucken, ob ich hier meine Worte fresse, aber nein, das ist definitiv. Das Schätzometer sagt's auch, die Schätzoente. Die künstliche Intelligenz sagt, Schwarz hat keinen Spaß mehr. Gut, das hier will ich jetzt wahrscheinlich nicht spielen, weil dann kriegt er die ja vielleicht doch wieder raus, ne? Vielleicht können wir ihn da ja einfach mal abtrennen. Sollte ich vielleicht einfach in die Ecke gehen, ne? Links oben. Da geht doch nichts. Klar, krieg ich den vielleicht und kann mich dann einsperren, aber ich habe ihn doch jetzt hier, ne? Und wenn ich ihn da so habe, dass ich hier zum Beispiel einen Stein stehen habe, dass er da mit dem Durchschlagen nichts mehr erreichen kann, dann habe ich hier ja auch wieder ein sehr scharfes Ko. Sprich, wenn er jetzt hier spielt und ich einfach hier decke und fertig. Sollte ich da spielen? Nee, kriege ich da ja auch beide Züge, ne? So, wenn er jetzt den spielt, dann habe ich da ja noch zwei Pieps. Ist auch hübsch. Vier in der Reihe sind doch schon am Leben. Brauche ich mir auch keine Gedanken mehr machen, falls er dieses Ko hier mal anfängt und gewinnt. Brauche dieses Auge hier nicht. Ja, läuft. Ah, ernsthaft? Ja, ich hätte da auch irgendwie gerne mal gespielt, aber. Viel lieber hätte ich gehabt, wenn er hier gedeckt hätte und ich das Ko dann hier gewinne. Weil dann habe ich da auch wieder, na gut, ich müsste den einen irgendwie mal abtauschen. Hätte ich den, wenn er hier spielt, dieses Atari, wenn er da spielt, dieses Atari, der kann nicht decken, weil ich dann hier rausschlage. Das war so ein bisschen mein feuchter Traum hier.
kriegt hier 40 Punkte. 50. Kommt nach wie vor auf ihm seine 65 Punkte oder so, ne? Jetzt fragen wir erstmal hier. Ja, so ein bisschen muss ich auch auf dieses Treppending hier noch achten, wa? Leute, wo fällt mir das immer erst hinterher ein? So. Ich hoffe, das lässt sich irgendwie lösen. So zum Beispiel, ne? 10초. 28초. Gehen wir mal davon aus, er kann da irgendwie schon noch leben, ne? Dann sollte ich einfach hier das vielleicht ein bisschen ausnutzen, um hier ein bisschen stärker zu werden. So. Ja. 10초. Was mache ich denn hier schon wieder? 28초. Ja, wir hatten schon lange kein so leeres Dreieck mehr. 10초. Der hier ist fies, ne? Jetzt will er da plötzlich. 25초. 28초. 10초. Vielleicht kriegt er die ja doch noch alle, aber dann möchte ich wenigstens hier in der Ecke was behalten. 10초. Immer erst so denken und dann anders spielen, ne? Das ist ein bisschen auch mein großes Problem. 10초. So, wenn ich jetzt hier spiele, dann kann er da einfach rausfangen. Wenn ich jetzt hier spiele, dann fängt er da einfach raus. dann soll ich doch besser gleich hier spielen, ne? Dann habe ich die wenigstens alle gesichert hier. 25초. So, geht leider nicht. 28초. Weil wenn ich dann hier spiele, hat er das Atari und ich kann hier nicht decken. Wenn ich hier spiele, dann habe ich auch nur zwei Freiheiten und er setzt mich einfach auf Atari. 10초. Also muss ich ihn da fangen lassen, genau. Und dann vielleicht hier spielen. Hat er hier was? So. Da. Es bleibt bei 3 Freiheiten. Ne? Er kommt dann hier eventuell durch. Ich versuche mal den. Ja gut, der Angriff auf seine Steine hat jetzt nicht wirklich gut funktioniert da. Richtig viel gekriegt habe ich dafür ja auch nicht, ne? Da anfangen oder so.
So macht er das sogar. Okay. Dann komme ich jetzt aber doch hier rein und sollte leben. Wenn er jetzt hier spielt,10초. könnte ich hier spielen. Ischo. 25초. 28초. Den macht er. Das hat mich überrascht. Angenehm überrascht, möchte ich sagen. So. Jetzt kann ich ja hier spielen und dann da decken. Wenn er da spielt, ziehe ich einfach hier zur Seite. Und wenn er dann irgendwie hier raushüppelt, dann kann ich da ja auch nochmal schneiden. Na? Ja. So. Dann wird schon irgendwas gehen hier. So. Wehe nicht. So. 25초. Vielleicht muss ich, also wenn das jetzt nicht geht, ich konnte es halt nicht durchrechnen, habe es dann einfach mal versucht. Vielleicht hätte es auch irgendwie auf dieser Seite irgendwie einen Zug gegeben, der gleichzeitig das hier droht oder halt irgendwie in der Ecke oder am Rand zu leben. So. Das vorher immer so wüsste, ne? Hier habe ich noch einen, da muss er dann irgendwie so drauf antworten. So. Da komme ich aber auch leider nicht mehr raus. Hier habe ich vielleicht einen. So. Nee, auch nicht richtig, ne? So. Also ziehen wir hier jetzt mal raus und gucken, wo es uns hinführt.25초, 28초, Muss doch nur irgendwas kriegen. Und sei es irgendwie hier zwei Endspielzüge. So. So. Bin gerade aber, glaube ich, dabei, irgendwie gar nichts mehr zu kriegen hier. Das wäre schon traurig. 25초, 28초, 두번 남았습니다. Ich spiel hier, hier und dann da. 20초, Fängt dann hier raus. 25초, 28초, Dann da einwerfen마지막입니다. und da spielen. Hoch. 25초, 28초. 10초. 10초.
Ja, irgendwie jetzt hier leben, oder? Das wäre doch toll.10초. Da unten rum jetzt verbinden, das kann ja nicht sein Ernst sein. Vielleicht in der Ecke das auf ein Auge setzen, das könnte schon eher sein Ernst sein, aber so richtig kann ich da auch noch nicht dran glauben.25초. Also habe ich hier auch nur 1, 2, 3, 4 Freiheiten, wenn ich da schlage, ne? Was ein bisschen wenig ist. Wollte ich irgendwie schon noch mal spielen, damit er da nicht einlegt. 20초. Und wegsqueezt und dann auch noch die drei Steine fängt und ach und 25초. erfahren wir das wohl nicht für ihn, weil ich dann mit dem Rest der 28초. Gruppe immer lebe, aber da den hier entsende, ja. Aber sei es drum. 10초. Hier kann er doch nicht mehr leben, oder? Fangen jetzt einfach hier. Vielleicht habe ich hier ja doch noch Möglichkeiten mit. Ups, was, 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 was? Ist Leere Dreiecke sind heute das Thema. Ja. Will er jetzt hier spielen und hier dann einen Chor oder wie? so. Vielleicht will er das. 25초. 10초. Hier kann er jetzt nicht spielen und da, weil ich dann dieses Atari habe und dann hier diese Steine fange, ne? Aber vielleicht kann er da ja was anderes erreichen. Nur wenn er jetzt in der Ecke lebt, dann lebe ich hoffentlich oder verbinde ich hier, lebe hoffentlich auch und habe die gleich auch noch mitgerechnet. So. Sollte okay sein dann. Außerdem habe ich dann, wie gesagt, eventuell auch diesen Zug. Na, erstmal den. So. Hier spiele er, spielt da, habe ich ja da auch schon wieder eine Freiheit mehr, ne?
Er guckt sich das wirklich mal ganz genau an jetzt, ne? Wenn ich hier schlage, kann ich hier auch anbinden und habe dann da auch wieder alles von ihm So. getötet, oder nicht? Braucht er jetzt aber schon große Kohle. Gut, er hat wahrscheinlich ein paar große. Nicht so. Nicht so. 25초, 28초, Wie gesagt, wenn ich jetzt hier spiele, 10초. dann ist er überall tot, ne? So. Ich bin da hoffentlich noch nicht völlig tot selbst. So. Nicht so. 25초. Vielleicht bin ich da doch tot. So. Wäre schon schön, wenn ich ihn irgendwie hier zu diesem Zug hier nötigen könnte. Nicht so. 25초. Vielleicht kriege ich aber auch irgendwie hier nur ein halbes Nachhandauge. So. Muss dann zusehen, wo ich den Rest herkriege. Hier vielleicht. Jetzt da spielt, was er, So. glaube ich, tun sollte. Kann ich einwerfen, da spielen. 25초. Da spielen, da spielen, 28초. da spielen. Maximal. So macht er das. Okay, aber dann habe ich doch jetzt hier selber ein Auge und er hat. Ach so, er kann hier spielen, ne? Ach, So. Kacke. Nicht so. Das ist mein Problem gewesen, ne? 25초. 28초. 10초. 20초. 25초. 28초. Jetzt vielleicht was machen? 10초. Ich musste halt hier spielen, weil er sonst einfach auf der ersten Reihe verbunden hätte. Ach so, da war auch noch was mit auf der ersten Reihe verbinden.
20초. Ischo. 25초. 28초. Kann ich doch den hier abschneiden und lebe einfach, ne? Das hoffe ich jedenfalls. Jetzt da anbindet, spiele ich hier. Er muss da spielen. Ich schneide hier. Er spielt da, da, hier. Habe ich noch 1, 2, 3, 4 Freiheiten. Und er hat doch... Und da deckt 1, 2, 3 Freiheiten. Ja. Das war knapp, aber es reicht hoffentlich. Da gewinne ich das doch nicht. Da, 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 drei Freiheiten. Ich habe auch drei und bin dran. Ja. Sehr schön. 25초. Das war ja... Oh, da spielt er jetzt, ja. Das war ja nochmal ein bisschen aufregend am Ende jetzt, aber wenn er da spielt... Kann ich hier spielen, habe schon mal die hier gefangen. Ist nur ein Auge vielleicht. Aber das hier ist halt auch bloß ein Ko, ne? So jedoch ist es nicht mal Ko. Da das ja doch schon wieder hier 50 Minuten fast gedauert, die Partie. 20. Am Anfang sah es so aus, als würde er hier 60 Punkte kriegen, jetzt habe ich da 80. Gut, er gibt auf. Vielen Dank für die Partie. Na, no, das muss erstmal reichen. Ganz schön anstrengend hier. Aber am Ende doch ziemlich souverän, oder? Gut, 100 Punkte mehr. Kann man schon mal bringen. Na, Leute, was habt ihr von der Partie gehalten? Schreibt es mir jetzt schon mal in die Kommentare, bevor wir uns die Kategorieanalyse angucken. Aber ich bin auch wieder Achter geworden, um Gottes Willen. Ja, dann weiß ich gar nicht. Wollte ich gar nicht eigentlich. Als Achter findet man hier nämlich irgendwie keine Gegner, gegen die es Spaß macht zu spielen. Ja, eigentlich lief das, glaube ich, ganz gut, aber dann hat er plötzlich doch hier eine Riesenanlage bekommen und ich habe mich am Anfang nicht so hundertprozentig geschickt dabei angestellt, das zu reduzieren. So, jetzt vielleicht einfach sofort hier reingehen oder hier drücken. Damit er da kein großes Mojo kriegt. Das habe ich stattdessen gemacht. Ich habe hier gleich mal ein Ko angefangen. Was sicherlich auch nicht ganz klein war, aber jetzt war das plötzlich hier doch auch 50 Punkte fast wert, was er hier oben hatte. Und da ich hier ja schon sicher gelebt habe, war das außer Punkten halt eigentlich nicht viel. Wo ich ein bisschen drauf gehofft hatte eigentlich war, dass er erst einmal hier spielt und wenn ich dann das Ko gewinne, wie auch immer ich das machen soll. Ja, vielleicht, vielleicht erstmal eine Ko-Drohung spielen, die er beantwortet. So, und wenn er jetzt irgendwie nur eine kleine Ko-Drohung spielt, also sowas hier, hat hier natürlich deutlich größere,
Dann könnte ich halt hier spielen. Und wenn er auf den Zug dann da spielt, ja, was er natürlich nicht tut, dann hätte ich sowas. Ja, da habe ich wieder zu viel rumgeträumt. Das ist irgendwie ein Problem, was ich in letzter Zeit häufig habe. Dass ich da irgendwie eine Taktik sehe, die funktioniert, wenn der Gegner einen dummen Zug macht oder zwei, aber halt irgendwie völlig illusorisch ist, wenn er ein bisschen aufpasst. Das sollte man nicht machen. Ich versuche mir das auch wieder abzugewöhnen, aber es klappt ja immer. Und dann ist das schwierig mit dem Abgewöhnen. Naja, gut, immer klappt es auch nicht, aber doch erschreckend häufig. So, ich glaube, ich gucke mir das einfach nur noch jetzt mit Katago an und zeige euch dann die Ergebnisse. Es war sicherlich nicht alles Gold, was am Ende geglänzt hat, aber wenn man Blei nur lange genug putzt, dann schimmert es auch ein bisschen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, gerne auch Abos, falls ihr noch nicht längst abonniert habt, und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ja, laut KI war das eine Partie, wo ich ja nie wirklich schlechter stand, allerdings teilweise ziemlich schlecht gespielt habe. Am Anfang allerdings noch nicht, da habe ich doch meistens sinnvolle Züge gespielt, vielleicht nicht immer den absoluten KI-Favoriten, aber doch meistens. Hier hätte er zum Beispiel einfach auf F3 strecken sollen, um seinen Einfluss ein bisschen zusammenzuhalten. Nach dem ersten Hane auf F5 war das zweite Hane G7 dann tatsächlich schon insgesamt ein grober Fehler und ein guter Vorteil für mich. Ich hätte dann allerdings diesen Stein auch wieder opfern sollen, mit einer etwas komischen Variante. Naja, habe mich dann aber doch relativ schnell wieder gefangen dabei, und nach seinem Zug auf G9 hatte ich dann ja doch eine ganz klar bessere Partie. Er hat auch die ganze Zeit verpasst, diese Treppe da mal rauszunehmen, indem er so ein Zwischen-Atari auf H4 gibt. Ja, dann mein Trennen seiner Gruppen da im Zentrum. Ich habe ja N9 gespielt, war auch gut, und er hat dann oben am Rand ein bisschen Gebiet gemacht, aber ja, das war nicht so tragisch. Das erste leere Dreieck war auch nicht gut, aber auch danach habe ich relativ schnell wieder die Kurve gefunden und ihn einfach verbinden lassen. Ich hätte da oben wohl tatsächlich einsteigen können auf E18, aber gut. Danach, ja, auch dieser Fragezug da auf E17 ist ganz gut, entweder in der Ecke zu leben oder diesen Schnitt dann tatsächlich zu spielen, aber auch den Schnitt direkt zu spielen war okay. Nur habe ich dann nicht gewusst, warum er okay ist. Ich hätte das tatsächlich dann so wie hier jetzt weiterspielen müssen. Und ja, dann hätte ich wahrscheinlich in der Ecke oder in dem oberen Rand leben können, während er nur meine drei Steine bei N18 bekommt. Dann habe ich auch die ganze Zeit diesen Zug auf N14 im Auge gehabt, aber nie so richtig als funktionierend erkannt. Da geht wohl wirklich was. Naja, das haben wir dann die ganze Zeit verpasst. Mehrfach, also auch hier wieder noch. Eine Variante zeige ich da gerade gleich mal, wo es wirklich irgendwie oder wie es wirklich funktioniert. Auch hier, ja, N14 ist der Zug. Denn da lässt sich wohl was wegsqueezen, und dann verbinde ich einfach irgendwie alles und lebe da. Ja, und gut ist. Tja, was sonst noch sozusagen. Am Ende habe ich die Gruppe dann ja sogar erwischt, nachdem er eben ja auf dieses Atari, was ich da gegeben habe, was ein Fehler war, aber eben geantwortet hat, was ein noch größerer Fehler war. Und dann waren es am Ende tatsächlich ungefähr diese 100 Punkte. Ja, hier nochmal 13, da auf eben A4 ist ein Zug, mit dem ich seine ganze linke untere Ecke fange. Und ja, wenn ich das tue, dann könnte ich vielleicht sogar die Gruppe rechts oben abgeben.